Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark zusammen mit Baloui und mit Katze. Hallo, ich bin Katze. Und wir sind unter Wasser. Genau. Irgendwie. Da seid ihr, ja. Dinge sind passiert in der letzten Folge. War eine gute Folge. Ja, wenn ihr wissen wollt, was das Dinge war, guckt mal bei Baloui vorbei. Ich bin ehrlich gesagt immer wieder erstaunt von Ark. Also, das ist so. Ark ist halt Ark. Das Problem ist, ich glaube, in dem Fall ist es nicht mal Ark schuld, sondern meine Schuld. Sogar fast relativ eindeutig. Das Problem ist, normalerweise ist es so, wenn Dino anfängt, einen Dino anzugreifen, dann hört der nicht auf, nur weil jemand absteigt. Also es gibt nur sehr, sehr wenige Dinos, die mit Absicht immer den Diver sozusagen oder den Reiter targeten. Und ja, gut, der Musa hatte halt Hunger auf Katze. Das ja. War halt. Kriegt er ja nicht jeden Tag. So, nom, 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 ja. So ein Megalodon kann er jeden Tag essen. Ja. Ja. Vielleicht schmeckt Katze einfach besonders zart. Ich bin ja auch besonders zart, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Mhm. Habt ihr jetzt eigentlich angefangen, den zu zählen? Ja, er ist gegangen. Er ist abgehauen. Er ist einfach weg, oder? Er ist einfach weggeschwommen. Okay, ich weiß, wie wir das Problem lösen. Er ist hier in die Richtung, in die ich gucke. Ist Katze schon wieder da? Hallo. Hi, was geht? Hier unten müsste irgendwo mein Leichenzeug liegen. Da ist es. Zum Glück habe ich ein Taucherset mehr gemacht, als wir brauchen. Das stimmt. Sonst hätten wir dich jetzt abholen müssen. Ja. Wäre ärgerlich gewesen, ne? So. Lassen wir den Körper aber nicht verschwenden. Fresse ich meine eigene Leiche noch kurz. Da, er ist zurück! Ja. Was? Oh. Hier vorne links, Baloui, von dir aus links. Da, er kommt auf uns. Nein, er geht wieder. Da, stimmt, da ist er. Hä? Das ist meine Fähigkeit. Ich bringe Mosasauren dazu zu kommen. Das war schon immer so. Da, also, er kommt zu das uns. Das ist wahrscheinlich nein, er einfach geht. Wirklich immer ein super Zufall, aber es ist halt wirklich so, ne? So, was ist jetzt der Plan? Der Plan ist. Drauf schießen. Betäuben, irgendwie. Aber unsere ganzen Dinos müssen passiv sein, oder nicht? Ja, du kannst ja nochmal passiv schreien. Also so ist es nicht. Wir müssen auch irgendwann mal den Mosa treffen. Das ist auch eine Sache, die relativ interessant wäre. Ich würde mir so sehr wünschen, dass ich hier gerade treffen würde. Da ist wahrscheinlich ein Stein davon, ich sehe ihn wieder nicht. Da ist einfach wieder ein Stein, der nicht richtig gerendert ist. Wir treffen halt auch nicht. Hä? Oh Gott. Jetzt hast du ihn getroffen. Mietz! Mietz! Er haut ab. Ja, ich mach das gerade falsch. Ich muss Heidrun mitnehmen. Man trifft ihn halt nicht. Kann das sein, dass die Dinger halt nicht so eine große Distanz haben? Reichweite haben diese Bolzen? Naja, du hast einen extremen Drop. Das ist schon definitiv da. Aber du müsstest theoretisch auch aus der Entfernung einen Mosa treffen. Das ist ja, als wenn ich ein Hochhaus verfehlen würde, mitten in der weiß ich auch nicht. Geht nicht. Nee. Er schwimmt halt immer weiter weg. Hör mal auf, weiter weg zu schwimmen, du Keck. So, und wie machst du das jetzt? Du steigst ab, stießt, schießt nochmal und er schwimmt weg. Gute Geschichte. Ich treffe ihn halt einfach nicht. Ich auch nicht. Ja, ich fühle euch da. Hä? Wie kann denn das sein? Wo ist der? Ist der unter mir? Du kleiner Mosa, der ist noch bei mir. Wie kann es sein, dass ich das Ding nicht treffe? Es ist riesig. Ich weiß nicht, ob er in der Fluchtreaktion ist gerade. Kann es nicht richtig. Ich sehe es bei ihm nicht richtig, weil der halt so verbuggt ist. Komm, laden. Wo ist er denn? Okay, der ist hinter euch jetzt. Oh Mann, den trifft man halt nicht. Denkt dran, dass ihr ein bisschen rüberhalten müsst, ne? Ein bisschen stark sogar. Ich sehe nicht, wo er ist. Ich auch nicht. Besser. Dieses Seegras, ne? Ja, ist halt er ist hier rechts weg. Vorne schon wieder. Fast weg. Da! Alter Schwede. Das ist aber auch schwer hier unter Wasser, finde ich. Problem ist, er kann gleich wieder einfach weg sein.
Oh. Ich sehe ihn nicht mehr. Bis hier hinten, wo wir sind. Ja, ich bin doch auch hier hinten, Baloui. Ich treffe ihn halt nicht. Ich habe ihn das erste Mal getroffen. Einmal. Unfassbar. Wartet. Was ist los? Nee, alles okay. Der ist nur verbuggt. Ich dachte, der wäre bewusstlos geworden, aber er ist nur verbuggt. Ich glaube, von hier aus treffe ich den nicht mehr. Er hängt fest. Wir können jetzt in Ruhe abschießen. Ja. Einfach so weitermachen. Ich sag euch, wenn er aufhört. Ey, aufhören! Ist er eingeschlafen? Aufhören. Ja, ja. Das ging aber schnell. Ich sag euch, wenn... Halt, stopp! Halt, Ende! Ja, ich habe in dem Moment habe ich dann so gedacht, so, ey, jetzt lass mal sicher gehen. So, jetzt schmeißen wir das rein, wir schmeißen das rein. 1, 2, 3, 4, 5. Wie nennen wir ihn? So, das müsste theoretisch reichen. U-Boot. Oder? Das ist ein dummer Name. Nein. So. Yay! Ist er jetzt gezähmt oder... Er ist gegangen. Ja. Besser. Hi, Miri. Oh, hallo. Du bist so ein süßes Ding. Er hat schon einen Sattel übrigens, ne? Ja, stimmt. Cool. Hab ich dabei gehabt. Cool. So, wir haben Nummer 1 zähmen können. Wo ist der andere Hai? Da ist der andere Hai. Hallo, Mosi. Kuscheln? Man sieht gar nichts, wenn man auf dem Ding drauf ist. Noch weniger. So, ich wechsle jetzt zu unserem 322er Hai. Darf den einen Hai mal gerade hier. Also Heidrun. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Ja. Kann man von dem Mozart nicht auch eine Plattform drauf bauen und von da aus dann runterballern und so? Ja. Plattformsattel plus Moser bedeutet, er ist wieder an Gewicht bezogen und gedingt. Also ja, aber wir könnten draufstehen, oder geht das denn da was dann nicht so wie ihren Land? Draufstehen? Nein. Aber du sonst kannst du hier doch am Boden stehen, Blaudi. Du musst schwimmen im Wasser. Das ist die Aufgabe. Gut, aber was kann dann, wie könnte man dann einen Moser so tunen, dass man nichts machen muss, dass er einen mitschlört? Könntest du eine Rückwand dran machen, wo man hängen bleibt, dass man dann mitgezogen wird? Theoretisch ja, aber das wäre ja nicht das Erste, was irgendwo durch eine Wand backt in Ark. Ja, gut. Ich versuche ja nur, mir was zu überlegen. Mach einen besseren Vorschlag. Ja, wir nehmen jetzt den Moser und wir zähmen mehr Mosers. Na gut. Das hört sich nach einem Plan an. Will jemand von euch sein Hai gerade nicht weiter benutzen und dafür den Moser benutzen? Baloui kann das machen. Dann nein, Baloui möchte Moser nicht. Okay. Das ist ein neuer Dino, der hört bestimmt noch nicht aufs Wort und deswegen nein. Alles gut, dann mache ich das. So. Dann ab in die Tiefsee, Leute. Aber... Und unsere Haie, lassen wir die hier? Ja, die zwei Haie, die wir jetzt da hatten, sind ja sowieso Wegwerfhaie gewesen, wenn du so willst. Aber Heidrun! Ja, Heidrun jetzt nicht unbedingt. Aber das ist, wir kriegen die wieder, das ist kein Problem. Wo ist Katze hin? Wo ist Katze hin? Ich bin links von euch. Ich bin einmal kurz abgebogen, ist unglaublich. Hä? Er ist gerade ausgeschwommen und dann ist er verschwunden. Ja eben, er sei links. Hier sind jede Menge Fischis vor mir, Leute. Hallo? Also ich schwimme mal ganz kurz nach oben. Da seid ihr doch, oder? Hier ist ein Manta gewesen. Da! Ich schwimme mal gerade einfach nach oben. Bist da vorne ist der. Ja, wir sind hinter dir. Ja, da kommen übrigens eine Menge Viecher auf euch zu. Warum? Das ist schon okay. Wollte ich nur gesagt haben. Ja, das ist gut. So. Vielleicht sollten wir die anderen Fischis da unten nicht mehr passiv machen, aber egal. Die sind schon auf neutral, meine. Achso. Viele ist mir nicht vorbei, ich kann nicht mitkämpfen. Das sind aber viele. Solange wir Schaden machen, ist alles gut. Ja. Megalodon. Megalodon ist Metallogon. Ha. Jetzt 7 Level-Ups, das ist aber nicht besonders viel. So, wir haben 10.000 Leben, wir haben ein bisschen Ausdauer, wir haben ein bisschen Nahkampfschaden. Wir müssen mal den Nahkampfschaden hochboosten. Wir werden mindestens auf 400% Nahkampfschaden sein mit ihm. Und Leben hoch. Und zwar so weit hoch, wie es geht. Aber das waren mehr als 7 Level. Das waren 50 Level bei ihm jetzt gerade. Okay, weil du sagtest 7 Level. Ja, 7 Level, das braucht ja immer eine Zeit, bis es aktualisiert. Achso. So, das Gute ist, wir können das hier noch snacken. Das sind nämlich Anglerfischis. Wie schnell du damit bist, einfach. Ich habe nichts in Geschwindigkeit gemacht, ne? Ja, trotzdem. Oh, da sind Anglerfischis, Miri. Guck mal, gute Geschichte. Ja, aber sie sind schon alle gegessen. Ach nein, guck. Ja.
Wie viele hier unterwegs? Ich kann übrigens auch zähmen, aber die sind nur gut zum Silikonperlenfarmen. Also Siliziumperlenfarmen. So, nochmal ein Level up. Aber sonst sind die passiv, oder? Die tun gar nichts. Die Angler doch, doch. Die sind aggressiv. Anglerfische sind aggressiv. Ach Quatsch, die sind so lieb. So, jetzt, ich bin gerade am Weg weiter vorne. So. Okay, Folge Katze. Vorher wieder zwei Stunden. Zitterale auf jeden Fall meiden. Zitterale. Wo seid ihr hin? Ist das Baloo? Ich bin der Mosasaurus, der am Boden irgendwo rumdackelt. Ich sehe nur Baloo. Also es sind gerade eine Menge Haie, die in meine Richtung schwimmen. Ach da, ach ja. Falls das hilft. Ja. Wieso töte sie alle? Ja gut. Gut, das, der Mosasaurus-Sattel von mir ist jetzt nicht abgegradet momentan, aber das ist momentan noch nicht notwendig. Links von uns haben wir Zitterale, Leute. Bitte aufpassen bei Zitterale. Anderer Moser! 141er Männchen. Okay. Ist der größer als unserer? Nein. Sein. Also wenn ihr wirklich einen findet, der definitiv größer ist als unserer, dann würde ich schwimmen wir schnell weg. Baloo, von hinten kommt ein anderer Hai. Ja, ihr solltet allgemein weg. Schön erstmal die Haie hier. Wohin schwimmen wir denn? Ihr könnt allgemein wegschwimmen, weil der... Wir wollen ihn noch holen, oder ist der scheiße? Der ist gut. Das Problem ist, wir müssen gerade Gebiet um uns rum clearen, damit wir den Moser überhaupt ziehen können. Das ist ein 141er Mosasaurus, Mann. Da kommt noch einer, Baloo. Ja, ja. Ich gehe mit Lieselotte direkt steil. Beiß ihn. Beiß ihn. Ich meine, er macht 15 Schaden. Machen wir da jetzt nicht so viel Sorgen, ne? Beiß ihn. Nam, nam, nam. Okay, er macht mir 92 Schaden. Das ist viel. Er ist halt ein unangegraneter Sattel, den wir benutzen. Ne? Er versucht mich wieder zu beißen. Das ist unglaublich. Hast du die Viecher? Dürfen wir schießen? Oh, ich bin zu voll. Ja, ihr könnt betäubend schießen, klar. Ich habe ja die Aggro von ihm. Das Problem ist, hier sind Zitterale. Ja, ich bin in die Zitterale reingeschwommen. Das ist unser Tod. Also meiner. Mit Mosa inklusive. Oh nein! Oh, warte, nein. Ich komm weg. Greift halt wieder gar nichts, ne? Ja, das ist aber verständlich, dass du nichts triffst in der Hinsicht, weil das... Ach, sollen wir den schon betäuben? Ist. Welches ist ja, der unsere und welches Fall ist der andere? Ich... Oh. Fuck, der weg. Weg ich muss die Zitter alle irgendwie töten. Die haben halt Aggro auf mich, das ist halt ein Problem. Okay. Das Problem ist, die Zitter alle sind halt richtig schlimm. Können wir die nicht zusammen töten? Geht bitte keinen Zentimeter an die Zitter alle ran. Wie gesagt, der Mosa ist gerade Half-Life wegen den Zitterlalen. Oh, krass. Und der hat 17.000 HP mittlerweile. Also eure Haie mit 4.000 Leben sind tot, wenn ihr da rangeht. Okay. Wo ist der denn jetzt hin? Ist er das da oben oder ist das Katze? Das hier ist, glaube ich, Katze, der hier gerade fightet, oder? Der ist direkt vor mir hier. Direkt auf mich zuschwimmend. Ich bin jetzt gerade stehen geblieben. Keine Ahnung. Also das da, ah, da das ist kommt Katze, okay. Jetzt. Sollen wir jetzt wieder drauf schießen? Ihr könnt drauf schießen. Macht das mal. Schießt mal drauf. Ich versuche gegenzuheilen. Das Problem ist, ich drin. Er macht mir halt 100 Schaden pro Schlag. Kriegst du das Gegenheilt? Nicht auf sehr lange Dauer. Also, ihr müsst mir also jetzt sagen, ob ihr schon, ihn dran ist. Also, ich treffe ihn gerade, wie er ist. Ich muss okay. Ein bisschen das ist mein vierter ran. Hit. Fünfter Hit. Sechster Hit. Siebter. Achter. Neunter. Zehnter. Elfter. Oh ja. Zwölf. Der Miri, triffst du Menge auch? Aus, ja. Jetzt sind sie von Miri gar nicht. Ich glaube, jetzt läuft er weg. Ja, er läuft weg. Ja. Jetzt treffe ich ihn halt nicht mehr. Sobald er sich bewegt, ist vorbei. Sagt er ja außer Vision. Kamerafahrt war gerade komplett mit Schuppe. Er darf mich nur nicht in einen anderen Hai reinlocken oder sowas. Ha, wo geht er denn hin? Er ist tot. Also, er ist betäubt. Ja? Okay. Super. Ja, ich habe ihn verfolgt und habe ihm Headshot gedrückt noch. Mit oh, hier gibt's Kristalle. Ja. So, das da oben sind übrigens Dunkelos, also die Ölfarm-Fischis, die Knogger-technischen. Ich sehe nur Haie. Über uns ist einer, den du erkennen kannst, der hat so einen Kopf, theoretisch. Okay, der hat so einen Kopf. Das arme Tier, es hat einfach einen Kopf. Ja.
Schon übel. Frech von ihm, ne? Ja. Yay! Da. Damit haben wir zwei. Cool. Und ein Männchen und ein Weibchen. Können wir züchten. Und jetzt kriegt das Weibchen mal ganz kurz den Sattel weg und das Männchen bekommt den Sattel. Weil er besser ist? Wir haben nur einen einzigen und ich hätte ganz gerne den, mit dem ich kämpfen kann gerade, weil der andere hier, unser Weibchen, hatte jetzt noch, wenn ihr seht, 6000 HP oder so. Ja. Das bedeutet, der muss sich jetzt sowieso erstmal raggen. Okay. Deswegen bleibe ich dann auf dem hier gerade. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Die Quallen sind ebenfalls super gefährlich für euch. Auch okay. Für mich. Die Quallen können auch wieder betäuben und können vergiften. Also können eure Ausdauer auf lange Zeit komplett niedermähen. Ich denke mal, das ist unser Mo, sonst würde der nicht so rumstehen. So, aber das war's mit meiner Folge. Die ist nämlich vorbei. Wenn ihr also wissen wollt, wie es dir unter Wasser weitergeht, müsst ihr morgen bei Katze vorbeischauen. Ansonsten macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bleibt schön feurig.